Die Studie einer Funktion kann durch die folgenden 10 Etappen vollständig und strukturiert durchgeführt werden. Etappe 1, man bestimmt den Definitionsbereich der Funktion. Der Definitionsbereich einer Funktion f, das ist die Menge der Zahlen, die durch diese Funktion f ein Bild haben. Man bestimmt den Definitionsbereich, indem man aus der Menge r die folgenden Zahlen ausschließt. Die Nullwerte der Nenner, die Werte, für welche der Radikant einer Wurzel mit geradem Index negativ ist, und die Werte, für welche die Funktion nicht angegeben wird. In Etappe 2 suchen wir eventuelle Schnittpunkte des Graphen mit der x-Achse. Eine kleine Zeichnung hilft, zu behalten, was zu tun ist. Wir suchen solche Punkte, deren Ordinate 0 ist. Das heißt, wir suchen die Abszissen, für die das Bild durch die Funktion f gleich 0 ist. Also löst man diese Gleichung. Um den eventuellen Schnittpunkt des Graphen der Funktion mit der y-Achse zu finden, hilft wieder eine kleine Zeichnung. Wir suchen den Punkt mit Abszisse 0 und mit Ordinate f von 0. Solch einen Punkt gibt es unter der Bedingung, dass 0 zum Definitionsbereich der Funktion gehört. Wir machen Platz für Etappe 4, da überprüfen wir die Parität der Funktion. Wenn eine Funktion so ist, dass f von minus x immer dasselbe ist wie f von x, so ist die Funktion gerade und die y-Achse ist dann automatisch Symmetrieachse des Graphen der Funktion. Wenn f von minus x genau dasselbe ist wie minus f von x, so ist die Funktion f ungerade und in dem Fall ist der Ursprung des Bezugssystems Symmetriezentrum des Graphen. In Etappe 5 untersuchen wir die Asymptoten. Asymptoten kann es drei Arten geben, die vertikalen, die horizontalen und die Schrägen. Wir machen das auch in dieser Reihenfolge. Zuerst bestimmen wir immer die vertikale Asymptote. Und zwar so, wenn der Grenzwert der Funktion bei a oder bei a minus oder bei a plus unendlich ergibt, einer der drei Fälle reicht schon, um daraus schließen zu können, dass die Funktion eine vertikale Asymptote hat, mit kartesischer Gleichung x gleich diese Zahl a, die da, da und da steht. Bei der horizontalen Asymptote suchen wir den Grenzwert der Funktion, wenn x gegen unendlich strebt. Falls dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, hat die Funktion eine horizontale Asymptote mit kartesischer Gleichung y gleich diese reelle Zahl b. Die schräge Asymptote wird so definiert. Man sucht den Grenzwert bei unendlich von f von x minus dieses Binom ersten Grades mx plus b. Und falls dieser Grenzwert 0 ergibt, hat die Funktion automatisch eine schräge Asymptote mit kartesischer Gleichung y gleich dieses Binom mx plus p. Wie können wir diese Zahlen m und p finden? Dazu haben wir diese zwei Bestimmungsformeln. Um m herauszufinden, rechnet man den Grenzwert bei unendlich von f von x geteilt durch x. Falls dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, verschieden von 0, ist das die Zahl m. Diese Zahl setzt man dann in dieser Formel ein. Man rechnet Limes, wenn x gegen unendlich strebt, von f von x minus die da gefundene Zahl m mal x. Falls dieser Grenzwert eine reelle Zahl ergibt, ist das die Zahl p. Und wenn man diese beiden Zahlen gefunden hat, dann hat man automatisch eine schräge Asymptote gefunden mit kartesischer Gleichung y gleich mx plus p. Wir machen Platz für Etappe 6. Hier analysieren wir die Funktion puncto Vorzeichen. Man macht also für die Funktion f eine Zeichentabelle und die ermöglicht es dann zu bestimmen, in welchem Bereich die Funktion positiv ist, in welchem Bereich sie negativ ist und bei welchen Zahlen die Funktion 0 ist. Etappe 7, wir kümmern uns jetzt um die Ableitung f'.
Dazu haben wir natürlich unsere Formelsammlung, um f' zuerst einmal zu berechnen. Wenn die Formelsammlung nicht weiterhilft, kann man immer auf die Definition der Ableitung zurückgreifen. Okay, und wie ist jetzt die Ableitung zu deuten? Vergessen wir nicht, die Ableitung ist der Steigungsfaktor der Tangente. Was also hier heißt, wenn die Ableitung streng positiv ist, ist der Steigungsfaktor der Tangenten streng positiv. Woraus man schließt, dass die Tangente steigt und demzufolge muss auch die Funktion steigen. Auch an diesem Punkt ist die Ableitung streng positiv, das bedeutet Steigungsfaktor der Tangente ist streng positiv, das bedeutet, dass die Tangente steigt und dementsprechend muss auch die Funktion steigen. Also behalten wir, da wo f' streng positiv ist, da muss die Funktion steigen. Da wo f' streng negativ ist, das bedeutet, wo der Steigungsfaktor der Tangente streng negativ ist, was wiederum bedeutet, dass die Tangente fallend ist, und daraus kann man wiederum schließen, dass die Funktion fällt. Also, da wo f' streng negativ ist, da muss die Funktion fallen. Jetzt untersuchen wir noch, wo f' 0 wird. Wenn f' bei einer Zahl a 0 wird und bei dieser Zahl das Vorzeichen ändert, dann kann man daraus Folgendes schließen. Hier ist f' positiv, also steigt die Funktion. Hier ist f' negativ, also fällt die Funktion. Und hier ist f' gleich 0. Das heißt, Steigungsfaktor der Tangente ist gleich 0. Das bedeutet also, die Tangente ist horizontal und diese Situation sehen wir hier in der Zeichnung. Links von diesem Punkt ist die Funktion steigend, an diesem Punkt ist die Tangente horizontal und rechts von dem Punkt ist sie fallend. Dann kann da nur ein Hochpunkt sein, auch Maximum genannt. Wenn die Funktion f' bei einer Zahl 0 ist und das Vorzeichen so ändert, das heißt zuerst ist es Minus und dann ist es Plus, dann bedeutet das, links von a ist f' streng negativ, also ist die Funktion fallend. Rechts von a ist die Ableitung streng positiv, also steigt die Funktion. Und bei der Zahl a selbst ist f' gleich 0. Das bedeutet horizontale Tangente. Also in dieser Situation müssen wir bei der Zahl a ein Minimum haben, wie man schön hier in der Zeichnung erkennen kann. Etappe 8. Wir untersuchen jetzt die zweite Ableitung f'. Was können wir aus f' denn gewinnen? Folgendes. Hier an dem Punkt ist f' streng positiv, denn die Tangente ist ja steigend. Und es ist eine große Zahl, weil die Tangente stark ansteigt. An diesem Punkt ist f' immer noch positiv, aber etwas kleiner als an diesem Punkt, weil die Tangente weniger stark steigt als da. An diesem Hochpunkt ist f' gleich 0. Und an diesem Punkt ist f' streng negativ. Also von links nach rechts gelesen, f' ist positiv, immer noch positiv, wird aber kleiner, geht dann über 0 zu negativen Zahlen hin, was also bedeutet, dass f' von da nach da fällt. Und wenn die Ableitung f' so fällt, dann bedeutet das, dass das Innere der Kurve vom Graphen nach unten gerichtet sein muss. Wir behalten also, wenn f' fällt, dann muss die Konkavität, das Innere der Kurve, nach unten gerichtet sein. Jetzt steht hier f' fällt. Eine Funktion fällt dann und genau dann, wenn die Ableitung dieser Funktion streng negativ ist. Und die Ableitung von f', das ist f'. Das ist also die zweite Ableitung von f.
die Funktion f' fällt dann und genau dann, wenn f' streng negativ ist. Schlussfolgernd können wir also sagen, da wo f' streng negativ ist, da dreht die Funktion selbst ihre Konkavität nach unten. Halten wir also fest, eine Funktion f dreht in einem Intervall i die Konkavität nach unten, dann und genau dann, wenn f' von x streng negativ ist und das für alle x-Werte in diesem Intervall i. Das ist einfach zu behalten, denn jemand, der negativ guckt, der hat die Konkavität des Mundes nach unten gerichtet. Negativ nach unten gerichtet. In Deutschland sagt man das etwas anders. Man sieht den Graphen der Funktion als modellierte Straße an. Dieser Pfeil zeigt, wir fahren von links nach rechts, also fahren wir der Straße so entlang. Und in diesem Bereich hier müssen wir eine Rechtskurve drehen. Deshalb sagt man in Deutschland nicht, Konkavität ist nach unten gerichtet, sondern man sagt, der Graph sei hier rechts gekrümmt. Wir behalten auch, f dreht in einem Intervall i die Konkavität nach oben, dann und genau dann, wenn für egal welche Zahl x in diesem Intervall i gilt, f' streng positiv. Wir behalten also, Konkavität ist nach oben, wenn f' streng positiv ist. Auch das ist leicht so zu behalten. Das Männchen hier guckt positiv, die Mundwinkel sind so gerichtet mit der Konkavität nach oben. In Deutschland sagt man dann wieder, wenn das Auto jetzt hier fährt, so, dann muss man eine Linkskurve drehen. Deshalb sagt man, der Graph sei hier links gekrümmt. Wir betrachten nochmal solch einen Graphen. Hier ist die Konkavität nach unten gerichtet, f' streng negativ. Hier ist die Konkavität nach oben gerichtet, f' streng positiv. Da die Funktion stetig ist und die Konkavität ändert, muss es irgendwo einen ganz speziellen Punkt geben, an dem die Konkavität ändert. Ein solcher Punkt heißt Inflexionspunkt oder auch Wendepunkt. In folgenden Situationen ist das der Fall. Stellen wir uns vor, links von einer Zahl a ist die zweite Ableitung streng negativ, also dreht die Funktion selbst ihre Konkavität nach unten. Rechts von der Zahl a ist die zweite Ableitung streng positiv, also dreht die Funktion f ihre Konkavität nach oben. Wenn zusätzlich die zweite Ableitung bei der Zahl a 0 wird, dann ist das ein Wendepunkt, gekennzeichnet mit PI wie Point d'Inflexion auf Französisch. Man hat das auch in dieser Situation, wenn links von a f' streng positiv ist, dann dreht f da die Konkavität nach oben. Wenn die Funktion f' rechts von a streng negativ ist, dann dreht f in diesem Bereich die Konkavität nach unten. Und wenn zusätzlich f' bei der Zahl a 0 ergibt, dann haben wir bei dieser Zahl a einen Inflexionspunkt. Jetzt folgt noch Etappe 9. In Etappe 9 machen wir eine Gesamttabelle, das heißt, wir sammeln alle Informationen, die wir bezüglich f durch diese Etappen schon kennen. Und im zehnten Schritt wird dann der Graph der Funktion dargestellt, mitsamt den Asymptoten und auch den besonderen Punkten, wie hier Schnittpunkte mit der x-Achse, den Schnittpunkt mit der y-Achse, die Maxima, die Minima und die eventuellen Inflexionspunkte. Wir werden diese 10 Etappen in 5 Beispielen anwenden. Beispiel Nummer 1. F von x gleich x hoch 3 geteilt durch x Quadrat minus 1. Der Definitionsbereich dieser Funktion, das ist die ganze Menge r, außer die zwei Nullstellen des Nenners, das heißt minus 1 und 1.
Schnittpunkt des Graphen der Funktion mit der x-Achse, das ist nur der Punkt 0, 0, denn dieser Bruch ist 0, dann und genau dann, wenn der Zähler 0 ist, und das ist der Fall, dann und genau dann, wenn x 0 ist. Dieser Punkt 0, 0 ist dann automatisch auch der Schnittpunkt des Graphen der Funktion mit der y-Achse. Schon sind wir bei Etappe 4 und überprüfen die Parität. Dazu rechnen wir f von minus x, das heißt hier oben ersetzen wir x da, da und da durch minus x, das ist gemacht. Unten steht minus x im Quadrat, das ist dasselbe wie x Quadrat. Und oben steht minus x hoch 3, das ist dasselbe wie minus x hoch 3. Das Minus vor dem Zähler kann vor dem Bruch gesetzt werden, so. Und was hinter dem Minus steht, das ist genau das angegebene f von x. Und somit ist die Funktion f ungerade. Das heißt, der Ursprung des Bezugssystems ist Symmetriezentrum des Graphen, das wissen wir jetzt schon. In Etappe 5 untersuchen wir eventuelle Asymptoten. Beginnen wir mit der vertikalen. Eigentlich kann man nur einen unendlichen Grenzwert finden bei minus 1 und bei 1. Denn alle anderen Zahlen haben ja ein Bild. Das muss man trotzdem separat überprüfen. Rechnen wir den Grenzwert von f von x, wenn x gegen minus 1 strebt. Das ergibt dann minus 1 geteilt durch 0, also unendlich. Und somit haben wir eine erste vertikale Asymptote mit kartesischer Gleichung x gleich minus 1. Jetzt rechnen wir auch den Grenzwert von f von x, wenn x gegen plus 1 strebt. Das ergibt dann 1 geteilt durch 0, also auch unendlich. Und somit haben wir eine zweite vertikale Asymptote mit kartesischer Gleichung x gleich 1. Zur horizontalen Asymptoten, da muss man den Grenzwert von f von x bei unendlich berechnen. Egal welche Unendlichkeit, der Grenzwert von diesem Bruch wird immer unendlich sein. Denn da x gegen unendlich strebt, dürfen wir die goldene Regel anwenden und der Grad ist oben größer als unten. Also ist der Grenzwert unendlich. Wir finden bei der Unendlichkeit keine Zahl, also haben wir auch keine horizontale Asymptote. Schräge Asymptote. Wir suchen eine eventuelle schräge Asymptote mit kartesischer Gleichung y gleich mx plus p. Die zwei Bestimmungsformeln für m und p werden helfen, deren Werte festzulegen. M muss Limes bei unendlich von f von x geteilt durch x sein. Wir müssen also dieses f von x durch x teilen, das heißt, wir müssen den Nenner mit x multiplizieren. Ist gemacht. Da x gegen unendlich strebt, dürfen wir wieder die goldene Regel anwenden. Der Grad oben ist derselbe wie der Grad unten, also ergibt der Grenzwert bei unendlich den Bruch der Vorzahlen dieser höchsten Potenz, das heißt 1 geteilt durch 1, also 1. Diese Zahl ist verschieden von 0, also muss das der Wert von m sein. M ist 1. Dieser Wert für m wird sofort in der Bestimmungsformel für p eingesetzt. Die Bestimmungsformel lautet p gleich Limes bei unendlich von f von x minus m mal x. Da m aber 1 ist, wird das minus 1 mal x. Ist gemacht. Wir ersetzen jetzt das f von x durch das, was es ist. Wenn wir dann hier drin x durch unendlich ersetzen, führt das zur Unbestimmtheit unendlich minus unendlich. Die Unbestimmtheit werden wir beheben, indem wir die Subtraktion von dem Bruch mit dieser Zahl vornehmen. Wir machen beide gleichnamig und das führt dann automatisch zu diesem Bruch. Der Grad ist unten streng größer als oben, also muss der Grenzwert 0 sein. Das ist die Zahl p. Und somit haben wir eine schräge Asymptote gefunden mit kartesischer Gleichung y gleich m mal x plus p, also y gleich x. Wir halten hier fest, wir haben
zwei vertikale Asymptote gefunden, keine horizontale, aber eine schräge. Das fassen wir hier kurz zusammen und das da wird jetzt verschwinden. Etappe 6, Zeichentabelle für die Funktion f. Die erste Zeile, das ist die Zeile der x-Werte. Die besonderen Werte für f sind 0 für den Zähler plus minus 1 für den Nenner. Diese Werte werden von links nach rechts in arithmetischer aufsteigenden Reihenfolge eingetragen. Wenn diese Reihenfolge nicht stimmt, dann ergibt die ganze Tabelle überhaupt keinen Sinn. Wir müssen sehr darauf achten. Der Würfel einer Zahl hat immer dasselbe Vorzeichen wie die Zahl. Denn wenn x hoch 3 streng negativ ist, dann ist x streng negativ. Wenn x hoch 3 streng positiv ist, dann muss x streng positiv sein. Und wenn x hoch 3 0 ist, dann muss x 0 sein. Wir dürfen also hier diese Zeichenzeile eintragen, als wäre der Exponent 3 gar nicht da. Wir machen hier Zeichenzeile für x. X wird 0 bei 0, rechts von der 0 Vorzeichen von a, das heißt 1, also positiv, und links entgegengesetzt. So. Dieses Binom ist zweiten Grades und ein Binom zweiten Grades hat immer das Vorzeichen der Vorzahl von x², also plus, außer zwischen zwei Nullen, da ist es entgegengesetzt. Das führt automatisch zu dieser Zeichenzeile. Wir waren hier vorsichtig und haben diesen Bruchstrich deutlich erkennbar gemacht. Es ist also nicht x hoch 3 mal x² minus 1, sondern x hoch 3 geteilt durch x² minus 1. Und wenn unter dem Bruchstrich eine 0 erscheint, dann muss man hier sofort einen Schrägstrich setzen, weil man ja nicht durch 0 teilen kann. Für den Rest ergibt das eine streng negative Zahl geteilt durch eine streng positive Zahl. Das macht eine streng negative Zahl. Negativ auf negativ macht positiv. Positiv auf negativ ist negativ. Und positiv auf positiv ist positiv. So haben wir schnell diese Zeichenzeile für f von x erstellt. Etappe 7. Hier behandeln wir die Ableitung f' der Funktion. Aber Vorsicht, f auf g', das ist nicht f' auf g'. Wenn dieser Fehler hier gemacht wird, dann ist alles andere, was folgt, falsch. Also Vorsicht, Vorsicht, f geteilt durch g', das macht f' mal g minus f mal g' geteilt durch g². So lautet die Formel richtig. Und diese Rechnung führt dann sofort zu diesem Bruch, der hier schön faktorisiert wurde. Von diesem Bruch machen wir eine Zeichentabelle. Auch hier tragen wir alle besonderen Werte in arithmetischer, aufsteigender Reihenfolge ein. Der Nullwert für x², das ist die 0. Die Nullwerte für x² minus 3, das sind die Zahlen minus Wurzel 3 und Wurzel 3. Und die Nullwerte des Nenners, das sind minus 1 und 1. Vorzeichen für x². Ein Quadrat ist immer streng positiv, außer da, wo es 0 wird. Also so. X² minus 3, das ist im zweiten Grad. Dieses Binom zweiten Grades hat immer das Vorzeichen von 1, ist also immer positiv, außer zwischen zwei Nullen. Da ist es entgegengesetzt. Also so. Der Nenner, das ist ein Quadrat. Ein Quadrat ist immer streng positiv, außer da, wo es 0 ist. Dieses Quadrat wird 0 bei minus 1 und bei 1, ansonsten immer streng positiv. Jetzt folgt die Schlussfolgerungszeile für f'. F', das ist die Zahl mal die Zahl geteilt durch diese Zahl. Wir achten also sehr darauf, unterhalb vom Bruchstrich steht eine 0, dann gehört hier ein Schrägstrich. Da auch. Hier nicht, die 0 ist oberhalb, das heißt hier gehört dann eine 0 hin. Bei der 0 ebenfalls. Ansonsten
eine streng positive Zahl mal eine streng positive Zahl geteilt durch eine streng positive Zahl, das macht eine streng positive Zahl. Positiv mal negativ geteilt durch positiv, das macht negativ. Und so finden wir sehr schnell die Zeichenzeile für F'. Es folgt die Etappe 8, die zweite Ableitung von F, F'. Um diese Ableitung zu finden, müssen wir natürlich diese Ableitung F' nochmal ableiten und das ist wieder die Ableitung von einem Bruch. Also Vorsicht, Vorsicht. Wenn wir diesen Bruch ableiten, dann führt das zu dieser Rechnung. Hier ist alles ausgerechnet und faktorisiert. Wir erhalten diesen Bruch. Von diesem Bruch machen wir wieder eine Zeichentabelle. Die Nullwerte sind 0. Dieses Binom hat gar keinen Nullwert, denn wenn man zur streng positiven Zahl 3 die positive Zahl x² addiert, dann ist das Ergebnis immer streng positiv. Das wird niemals 0. Und dieser Nenner wird 0 bei minus 1 und 1. Also tragen wir diese drei besonderen Werte, minus 1, 1 und 0, in arithmetischer aufsteigender Reihenfolge hier ein und machen jetzt für jeden Faktoren die Zeichenzeile. 2x ist im ersten Grad, wird 0 bei 0, rechts von der 0 Vorzeichen von 2, also positiv, und links entgegengesetzt. Wie gerade schon gesagt, dieser Faktor ist immer streng positiv, ganz egal, welcher der Wert von x ist. Aus dem Grund könnte man diese Zeile eigentlich weglassen. Wäre aber der Faktor immer streng negativ, dann müsste man die Zeile mit lauter Minuszeichen hinschreiben. Im Nenner, der Würfel einer Zahl hat immer dasselbe Vorzeichen wie die Zahl, also können wir die Zeichenzeile so bestimmen, als wäre die Hochzahl 3 gar nicht da. Das ist ein Binom zweiten Grades, immer Vorzeichen von a, außer zwischen zwei Nullen, da ist es entgegengesetzt. Und so haben wir sehr schnell die Zeichenzeile für F' gefunden. Ganz besonders achten wir darauf, wenn unterhalb von diesem Bruchstrich eine Null steht, dann gehört da ein Schrägstrich hin. Soweit für Etappe 8. Jetzt folgt Etappe 9. In dieser Etappe fassen wir alle Informationen zusammen, die wir bisher erhalten haben. Also zuerst einmal tragen wir alle besonderen Werte ein, denen wir begegnet sind in Etappe 6, Zeichen von F, in Etappe 7, Zeichen von F' und in Etappe 8, Zeichen von F'. Das sind diese fünf Werte hier. Wir machen dann eine Zeile für F'. Dazu gehen wir jetzt in Etappe 7, das ist diese hier, und schreiben einfach die letzte Zeile dieser Tabelle hier ab. Das ist die Zeichenzeile für F'. Für F' schreiben wir die da ab, ist gemacht, somit brauchen wir Etappe 7 nicht mehr, ist weg. In dieser Zeile schreiben wir die letzte Zeile von Etappe 8, das heißt die Zeichenzeile für F'', die wird hier einfach abgeschrieben. Ich habe sie abgeschrieben. Ist gemacht. Und jetzt folgen lauter Schlussfolgerungen bezüglich der Funktion f, deren Studie wir gerade durchführen. Zuerst einmal die Zeichenzeile für f. Dazu schauen wir in Etappe 6 und schreiben die letzte Zeile dieser Tabelle einfach ab. Und jetzt brauchen wir Etappe 6 auch nicht mehr. Minus Wurzel 3 ist ein ganz besonderer x-Wert für diese Funktion f. Also suchen wir noch das Bild von Minus Wurzel 3. Das heißt, wir ersetzen hier drin da, da und da x durch Minus Wurzel 3. Das führt dann zu der Zahl minus 3 Wurzel 3 halbe. Das Bild von minus Wurzel 3 ist also diese Zahl. Wurzel 3 ist auch ein besonderer Wert. Dann rechnen wir auch noch das Bild von Wurzel 3 und finden genau den entgegengesetzten Wert von diesem da.
Das ist auch normal, denn f ist ungerade. Also ist f von minus Wurzel 3 dasselbe wie minus f von Wurzel 3. Deshalb hätten wir diesen Wert nicht unbedingt berechnen müssen, sondern ihn durch die Parität schlussfolgern können. Jetzt folgen Konsequenzen bezüglich f, die wir aus der ersten Ableitung f' gewinnen können. Denn überall, wo f' streng positiv ist, da steigt f. Und überall, wo f' streng negativ ist, da fällt f. Also können wir in dieser Zeile hier schon die Steigungs- und Gefällepfeile hinschreiben. F' positiv, Funktion steigt. F' negativ, Funktion fällt. Da auch, und da steigt die Funktion wieder. Wir schauen jetzt, was bei minus Wurzel 3 ist. Links von der Zahl steigt die Funktion und rechts von der Zahl fällt die Funktion. Und zusätzlich ist bei der Zahl selbst f' gleich 0. Was also heißt, der Steigungsfaktor der Tangente an dieser Zahl ist gleich 0. Das heißt, die Tangente ist horizontal. Hier steigt die Funktion, die Tangente wird horizontal und dann fällt die Funktion wieder. Dann kann dann nur ein Maximum sein, ein Hochpunkt. Und aus genau demselben Grund kann bei Wurzel 3 nur ein Tiefpunkt sein, ein Minimum. So, jetzt schauen wir bei f'. Zweite Ableitung. Überall, wo f' streng negativ ist, dreht f die Konkavität nach unten. Und überall, wo f' streng positiv ist, dreht f die Konkavität nach oben. Dann tragen wir das schon mal ein in unserer Tabelle. Ist gemacht. Schauen wir jetzt bei 0, 0. Die Funktion fällt und fällt weiter am Punkt 0, 0. Aber sie ändert bei 0, 0 die Konkavität. Und zusätzlich ist f' von 0, 0. Das heißt, wir haben hier einen Inflexionspunkt. Der Punkt 0, 0 ist ein Inflexionspunkt. Was ist jetzt bei minus 1 und 1? Da ist die Funktion nicht definiert, die Ableitungen auch nicht und da auch nicht. Aber wir wissen durch Etappe 5, dass wir bei minus 1 und bei 1 eine vertikale Asymptote haben. Das heißt, wir können hier eintragen AV und AV. Jetzt kommen wir zu Etappe C. Zuerst einmal zeichnen wir die Asymptoten. Die Asymptoten, das sind die zwei Vertikalen bei minus 1 und 1 und diese Schräge y gleich x, das sind diese drei Geraden. Jetzt schauen wir das Vorzeichen von f. Hier steht, wenn x sich links von minus 1 befindet, dann ist f von x streng negativ. Was also heißt, wenn x sich hier links von minus 1 befindet, dann ist f von x streng negativ. Das heißt, das Bild von x ist nach unten gerichtet. Und nach unten bedeutet nicht nach oben. In diesem Feld hier finden wir also keine Graphenpunkte. Das heißt, wir können dieses Feld schon mal schraffieren. Der Graph ist nicht in diesem Feld zu finden. Wenn x sich zwischen minus 1 und 0 befindet, dann ist f von x streng positiv. Also wenn x sich zwischen minus 1 und 0 befindet, das heißt in diesem Bereich, dann muss das Bild solcher x-Werte streng positiv sein, also nach oben gerichtet. Und nach oben bedeutet nicht nach unten. Dieses Feld hier können wir also ebenfalls schraffieren. Da die Funktion f ungerade ist, muss auch die Schraffur punktsymmetrisch gegenüber dem Ursprung sein. Also können wir das Spiegelbild dieser Schraffur gegenüber dem Ursprung O konstruieren und fertig. Oder wir könnten weitermachen in dieser Zeichenzeile hier. Zum Beispiel da steht, wenn x sich rechts von 1 befindet, dann muss f von x positiv sein. Also wenn x sich rechts von 1 befindet, dann muss f von x positiv sein. Das heißt nach oben, also nicht nach unten. Gut,
Jetzt schauen wir weitere Informationen. Wir haben bei minus Wurzel 3 ein Maximum. Die Ordinate haben wir schon berechnet. Also der Punkt mit Abszisse minus Wurzel 3 und mit Ordinate minus 3 Wurzel 3 halbe ist ein Maximum. Wir haben bei Wurzel 3 ein Minimum. Die Ordinate ist 3 Wurzel 3 halbe. Das macht ungefähr 2,59. Also können wir Maximum und Minimum einzeichnen. Hier haben wir den besonderen Punkt 0, 0. Das ist ein Inflexionspunkt. Auch den tragen wir ein. Zusätzlich kann man ein paar Punkte berechnen lassen durch den Taschenrechner. Denn moderne Taschenrechner können Wertetabellen erstellen. Das funktioniert wie folgt. Man geht ins Menü, Klick, fährt dann mit dem Cursor hier zum Feld Nummer 9, wo Tabellen steht. Wir möchten ja eine Wertetabelle erstellen. Wir bestätigen die Auswahl mit der Enter-Taste, ist gemacht, und sofort erscheint im Display f von x. Hier geben wir also unsere Funktion f ein. F von x, das macht x hoch 3 steht da in gelb, also machen wir gelb hoch 3. Jetzt wird geteilt durch x² minus 1. Da wir aber hier nur eine Eingabezeile haben, müssen wir x² minus 1 zwischen Klammern setzen. Es folgt jetzt x im Quadrat minus 1, Klammer zu, und wir bestätigen die Eingabe dieser Funktion. Und Casio fragt sofort nach einer zweiten Funktion. Wir bearbeiten hier aber nur eine, also brauchen wir die zweite nicht und überspringen diese Etappe durch die Enter-Taste. Jetzt sagt Casio, wo soll ich starten? Starten wir bei minus 3, also geben wir hier ein minus 3 und bestätigen durch Enter. Wir fahren mal bis 3, also das Ende soll 3 sein. Auch diese Eingabe bestätigen wir durch die Enter-Taste. Und jetzt wird noch die Schrittweite gefragt. Also von minus 3, das ist da, bis 3 soll er jetzt die Graphenpunkte berechnen. Und das zum Beispiel in Schritten von 0,5. Auch diese Eingabe wird durch die Enter-Taste bestätigt. So. Und sofort erscheint im Display eine kleine Wertetabelle x, f von x. Minus 3 hat als Bild minus 3,375. Minus 2,5 hat als Bild minus 2,976. Minus 2 hat als Bild minus 2,666. Das sind also all die Punkte, die wir gerade gefragt haben. Mit dem Cursor fahren wir hier tiefer in der Tabelle und stellen fest, bei minus 1 Error. Das ist normal. Auch der Taschenrechner kann nicht durch 0 teilen. Diese Tabelle haben wir angefragt bis 3, auch bei 1 Error. 1 hat durch diese Funktion nämlich kein Bild und es geht dann bis 3, wie wir angefragt hatten. In diesem Graphen hier zeichne ich die berechneten Pünktchen ein. Das ist gemacht. Und jetzt können wir doch anhand dieser Informationen bezüglich f den Graphen ziemlich präzise zeichnen. Die Funktion steigt hier bis zum Hochpunkt, dann fällt sie das Ganze mit der Konkavität nach unten und sie fällt zur vertikalen Asymptote hin. Hier fällt die Funktion, sie kommt von der vertikalen Asymptote bei minus 1, fällt bis zum Inflexionspunkt mit der Konkavität nach oben. Nach dem Inflexionspunkt fällt die Funktion weiter mit der Konkavität nach unten. Und das Ganze unter Berücksichtigung der weißen Felder. Nur da kann der Graph sein. Somit haben wir also diese Funktion f genauestens analysiert und auch schön präzise grafisch darstellen können. Beispiel 2. Diese Funktion, wir machen das Ganze wieder mit den 10 Etappen. Erste Etappe, Definitionsbereich. Der Definitionsbereich dieser Funktion, das ist die ganze Menge r, außer den Nullwert des Nenners, 1. Schnittpunkte mit der x-Achse, dazu löst man die Gleichung f von x gleich 0.
dieser Bruch ist 0, dann und genau dann, wenn der Zähler 0 ist. Und der Zähler ist 0, dann und genau dann, wenn x 0 ist oder wenn x minus 2 ist. Also haben wir zwei Schnittpunkte mit der x-Achse, minus 2, 0 und 0, 0. Hier erkennen wir auch sofort den Schnittpunkt mit der y-Achse. Viertens die Parität. Wenn wir x überall durch minus x ersetzen, stellen wir fest, das Ergebnis ist weder f von x noch minus f von x, also ist diese Funktion weder gerade noch ungerade. Etappe 5, eventuelle Asymptote. Vertikale Asymptote, wir suchen den Grenzwert von f von x, wenn x gegen 1 strebt. Dieser Grenzwert macht Sinn, denn die dichten Nachbarn von 1, die haben alle ein Bild, nur die 1 hat keins. Dieser Grenzwert bei 1 ergibt also 3 geteilt durch 0, das heißt unendlich. Somit haben wir eine vertikale Asymptote mit kartesischer Gleichung x gleich 1. Horizontale Asymptote, wir suchen den Grenzwert von f von x bei minus unendlich und bei plus unendlich. Um den zu bestimmen, haben wir den Zähler ganz ausgeschrieben und den Nenner auch. Da x gegen unendlich strebt, dürfen wir die goldene Regel anwenden. Grad oben ist gleich zum Grad unten, also ist der Grenzwert der Bruch der Vorzahlen dieser höchsten Potenzen. Das heißt 1 geteilt durch 1, 1. Wir haben also eine horizontale Asymptote mit kartesischer Gleichung y gleich 1. Und zwar beidseitig bei minus unendlich sowie auch bei plus unendlich. Wenn bei plus unendlich eine horizontale Asymptote ist, dann kann es dann nicht noch eine Schräge geben. Zeichnen wir mal so ungefähr die Situation, dass es bei plus unendlich eine horizontale Asymptote gibt. Dann kann es da keine Schräge mehr geben, sonst müsste der Graph ja irgendwie so etwas machen. Und dann hätte zum Beispiel diese Zahl zwei Bilder. Sie hätte ein Bild und dann noch ein Bild. Dann ist das aber keine Funktion mehr. Also, wenn es bei einer Unendlichkeit eine horizontale Asymptote gibt, dann kann es da keine Schräge mehr geben. Hier haben wir bei beiden Unendlichkeiten eine horizontale Asymptote, also kann es keine Schräge mehr geben. Und somit haben wir zwei Asymptoten bestimmt, eine vertikale bei 1, eine horizontale bei 1, aber keine Schräge. Zeichentabelle für f. Wieder tragen wir alle besonderen Werte in der arithmetischen aufsteigenden Reihenfolge von links nach rechts ein. Wir haben die 0, die Zahl minus 2 und die Zahl 1 als besondere Wert. Also minus 2, 0, 1. Der Zähler, das ist x² plus 2x. Das ist im zweiten Grad, also an den Nullstellen ist es gleich 0. Ansonsten immer Vorzeichen von a, Vorzahl von x², also immer positiv, außer zwischen den zwei Nullen, da ist es entgegengesetzt. Dieser Faktor, x minus 1 im Quadrat. Ein Quadrat ist immer streng positiv, außer da, wo es 0 ist. Und das ist bei 1. Schlussfolgerung für f. Wieder haben wir den Bruchstrich hier rot gekennzeichnet. Es ist also nicht das mal das, sondern das geteilt durch das da. Sobald unter dem Bruchstrich eine 0 erscheint, gehört da ein Schrägstrich hin. Das heißt, f von 1 gibt's nicht, ist eigentlich auch nochmal, da 1 ja nicht zum Definitionsbereich gehört. Ansonsten haben wir sehr schnell diese Zeichenzeile erstellt und fertig. Etappe Nummer 7, wir rechnen die Ableitung dieser Funktion, das ist ja schon gemacht und ich habe sie auch faktorisiert, so dass wir sofort die Zeichentabelle erstellen können und da ist nichts Spezielles gegenüber den vorigen Zeichentabellen. Etappe Nummer 8. Wir leiten die Ableitung ab, finden somit f' so in faktorisierter Form und dazu habe ich auch sofort die Zeichentabelle hier erstellt. Auch da gibt es nichts Besonderes. Hoch 4 ist auch ein Quadrat. Es ist ja die Klammer hoch 2 und dann nochmal hoch 2. Ein Quadrat ist immer streng positiv, außer da, wo es 0 ergibt. Es folgt schon die Etappe Nummer 9.
In der Etappe 9 haben wir alle Informationen zusammengefasst. Nochmal rasch. F' wurde abgelesen aus der Endzeile in Etappe 7 und hier abgeschrieben. Für F', das ist die Endzeile aus Etappe 8. Für F, das hier, das ist die Zeichenzeile aus Etappe Nummer 6. Und diese besonderen Werte haben wir berechnet. Das Bild von minus 2 ist 0, das wussten wir schon. Das Bild von minus 5 Viertel erhalten wir, indem wir hier drin x da, da, da und da durch minus 5 Viertel ersetzen. Das ergibt minus 5 27stel. Das Bild von minus 1 halbes durch die Funktion f ergibt minus 1 Drittel. Das Bild von 0, das kannten wir schon. Und das Bild von 1, das gibt es nicht. Überall, wo f' streng negativ ist, da fällt die Funktion f. Überall, wo f' streng positiv ist, da steigt die Funktion f. Hier ist f' 0 und ändert das Vorzeichen. Dann muss da ein Minimum sein. Hier ist f' 0 und ändert das Vorzeichen. Dann muss da ein Inflexionspunkt sein, ein Wendepunkt. Besonderheit bei 1, da ist eine vertikale Asymptote. Die hatten wir in Etappe 5 gefunden. Diese Tabelle fasst also effektiv alle Informationen zusammen, die wir haben bezüglich f. Jetzt zeichnen wir. Zuerst fangen wir an mit den Asymptoten. Wir haben die vertikale und die horizontale. Da sind sie schon. Jetzt zeichnen wir die Schnittpunkte des Graphen mit der x-Achse. Minus 2, 0 und 0, 0. Da sind sie. Jetzt zeichnen wir hier den Wendepunkt mit Koordinate minus 5 Viertel, minus 5 27stel, da ist er. Dann zeichnen wir diesen Tiefpunkt mit Koordinate minus 1 halbes, minus 1 Drittel, da ist er. Jetzt kommen die Schraffuren. Wir sehen hier in dieser Zeile, wenn x sich links von minus 2 befindet, dann ist das Bild von x streng positiv. Was also heißt, links von minus 2, das ist hier, wenn x sich irgendwo hier auf der x-Achse natürlich links von minus 2 befindet, dann ist das Bild positiv. Positiv heißt nach oben und nach oben heißt nicht nach unten. Deshalb können wir dieses Feld hier schraffieren, da kann kein Graph sein. Schauen wir weiter in der Tabelle. Zwischen minus 2 und minus 1 halbes, sogar bis 0. Da, zwischen minus 2 und 0 ist f streng negativ, überall. Also zwischen minus 2 und 0 ist f streng negativ. F negativ bedeutet nach unten und nach unten bedeutet nicht nach oben. Also dürfen wir dieses Feld hier schraffieren. Da kann kein Graph sein. Gut, dass diese Punkte hier sich unterhalb der x-Achse befinden. Eine dritte Schraffur erhalten wir jetzt. Rechts von der 0 ist die Funktion überall positiv, wo sie denn definiert ist. Deshalb dürfen wir hier auch schraffieren. Wenn x sich rechts von 0 befindet, ist das Bild positiv, also nach oben, nicht nach unten. Mit dem Taschenrechner können wir jetzt wieder eine kleine Wertetabelle erstellen. Ich habe das hier gemacht und habe die entsprechenden Punkte dann auch eingezeichnet. Anhand all dieser Erkenntnisse hier, Steigung, Gefälle, Minimum, Konkavität, Inflexionspunkt und diese zusätzlichen Punkte mit Berücksichtigung der Asymptote, können wir sehr schnell den Graphen dieser Funktion schön präzise zeichnen. Das war Beispiel 2. Es folgt Beispiel 3. F von x gleich Quadratwurzel von x² minus 4. Etappe 1, der Definitionsbereich. Der führt sofort zur Ungleichung x² minus 4 größer gleich 0. Eine solche Ungleichung löst man immer mit einer Zeichentabelle. Das Binom x² minus 4, das ist größer gleich 0 hier und da. Also muss x sich hier befinden oder da befinden. Das heißt, der Definitionsbereich geht effektiv von minus unendlich bis minus 2 eingeschlossen.
Es darf ja gleich 0 sein. Und dann geht es weiter von 2 eingeschlossen bis plus unendlich. Schnittpunkt des Graphen mit der x-Achse, da sind deren 2, und zwar minus 2, 0 und 2, 0. Diese Quadratwurzel ist 0, wenn der Radikant 0 ist, und der ist 0, wenn x minus 2 oder 2 ist. Von 0 hat kein Bild, denn 0 befindet sich zwischen minus 2 und 2. Deshalb ist der Graph geschnitten mit der y-Achse die leere Menge. Man schreibt die so, geschweifte Klammern, die nichts enthalten, oder so. Man schreibt die leere Menge nicht so, das ist was anderes. Das hier ist die Menge, die als einziges Element die leere Menge enthält. Da befinden wir uns in der Topologie, achten wir darauf, die leere Menge nicht so zu schreiben. Jetzt sind wir auch schon bei Etappe Nummer 4 und stellen sehr schnell fest, dass das Bild von minus x durch die Funktion f die Quadratwurzel von diesem Binom ist, aber das Quadrat von minus x, das ist genau dasselbe wie das Quadrat von x. Demzufolge ist f von minus x genau dasselbe wie f von x, also ist die Funktion gerade. In Etappe 5 untersuchen wir die Asymptoten. Eine vertikale Asymptote kann es nicht geben, wo es eventuell eine geben könnte, das wäre hier am Rande von diesem Intervall. Das Bild von 2 ist 0 und deshalb werden wir bei 2 plus auch keinen unendlichen Grenzwert finden, sondern die 0. Dasselbe bei minus 2 minus, also links von minus 2, wäre der Grenzwert definiert. Er wird aber nicht zur Unendlichkeit führen, sondern zu 0. Eine vertikale Asymptote kann es also nicht geben. Zur horizontalen Asymptote suchen wir den Grenzwert von f von x bei plus und minus unendlich. Aber in beiden Fällen finden wir plus unendlich. Plus oder minus unendlich im Quadrat, das macht plus unendlich. Minus 4 bleibt plus unendlich und die Quadratwurzel von plus unendlich ist immer noch plus unendlich. Als Grenzwert bei unendlich finden wir keine Zahl, also gibt es auch keine horizontale Asymptote. Vorsicht, Vorsicht bei der schrägen Asymptoten von solch einer Funktion. Die Quadratwurzel aus x², das ist nicht x, sondern das ist der Betrag von x. Vorsicht also, Wurzel aus x², das ist nicht x. Wenn x gegen plus unendlich dreht, dann sind wir sicher, dass x streng positiv ist und dann ist die Quadratwurzel aus x² x. Aber wenn x gegen minus unendlich dreht, dann sind wir sicher, dass x streng negativ ist und dann ist die Quadratwurzel von x² minus x. Diese Quadratwurzel ist dann minus diese streng negative Zahl, sodass das Ergebnis wieder streng positiv ist. Darauf müssen wir ganz besonders achten bei solchen Funktionen und deshalb trennen wir sofort den Fall plus unendlich vom zweiten Fall minus unendlich. Bestimmen wir zuerst m und p bei plus unendlich. M, das ist der Grenzwert bei plus unendlich von f von x geteilt durch x, also der Grenzwert bei plus unendlich von dieser Quadratwurzel geteilt durch x. Wir finden hier den Grenzwert von einem Polynom. Wir dürfen alles fallen lassen, außer den Term der höchsten Potenz. Es bleibt also die Quadratwurzel aus x². Da x aber streng positiv ist, ergibt die Quadratwurzel aus x² x. Somit stoßen wir auf diesen Grenzwert. X geteilt durch x, das ist immer gleich 1, außer wenn x 0 ist. X ist aber nicht 0, x ist ganz weit weg von der 0. Also ergibt dieser Bruch immer die Konstante 1 und der Grenzwert dieser Konstante, das ist die Konstante 1. Da diese Zahl nicht 0 ist, haben wir den Wert für m gefunden. M gleich 1. Jetzt p. Das ist die Bestimmungsformel für p. In dieser Formel dürfen wir m durch die gerade gefundene Zahl 1 ersetzen. Das führt dann sofort zu diesem Grenzwert. Wenn wir x jetzt durch plus unendlich ersetzen,
dann erhalten wir hier unendlich minus unendlich, das ist unbestimmt. Diese Unbestimmtheit beheben wir, indem wir oben und unten durch das konjugierte Binom von diesem Binom multiplizieren. Wir denken hier an die Formel a minus b mal a plus b macht a Quadrat minus b Quadrat. Die Multiplikation ist somit vorgenommen. Wir wenden die binomische Formel an. Oben bleibt also x Quadrat minus 4 minus x Quadrat. Das macht minus 4. Jetzt ersetzen wir nochmal x durch plus unendlich und finden als Grenzwert minus 4 geteilt durch unendlich, das heißt 0. Das ist die Zahl p. Wir haben also schon mal eine schräge Asymptote bei plus unendlich gefunden. Ihre kartesische Gleichung ist y gleich x. Jetzt machen wir eine ähnliche Rechnung bei minus unendlich. Es ist wirklich die gleiche Rechnung, nur eben, dass wir hier für m minus 1 finden. Also finden wir als schräge Asymptote y gleich minus x. Halten wir fest, wir haben keine vertikale Asymptote, auch keine horizontale, aber eine Schräge bei plus unendlich und eine Schräge bei minus unendlich. Das fassen wir jetzt hier kurz zusammen und gleichzeitig haben wir Platz gemacht für die Etappe 6, die Zeichentabelle für f. Dazu nehmen wir nur die zwei besonderen Werte, minus 2 und 2. Das f von x ist diese Quadratwurzel. Der Radikant x² minus 4, der wird 0 bei minus 2 und bei 2. Außerhalb dieser zwei Nullen ist der Radikant positiv, also können wir da die Quadratwurzel rechnen, die ebenfalls streng positiv sein wird. Und zwischen den zwei Nullwerten ist dieser Radikant streng negativ. Da gibt es also die Quadratwurzel nicht. Etappe Nummer 7. Wir rechnen die Ableitung dieser Funktion. Da das eine Quadratwurzel ist, können wir sehr schnell die Ableitung berechnen, indem wir diese Formel anwenden. Die Ableitung von einer Quadratwurzel von f, das ist ein Bruch. Unten steht zweimal die Quadratwurzel f, genauso wie sie da stand. Und oben steht die Ableitung vom Radikant. Diese Formel hat man sehr schnell erstellt, indem man einfach f hoch ein halbes ableitet mit der Formel f hoch m' gleich m mal f hoch m minus 1 mal f'. Wir wenden hier diese fertige Formel an, zack, ist gemacht. Wir schreiben den Bruch, unten schreiben wir zweimal die Wurzel, so wie sie da stand, also ist das zweimal diese Wurzel, und oben steht die Ableitung vom Radikant, das heißt 2x. Die 2 von unten ist mit der 2 von oben weggekürzt. Von dieser Ableitung machen wir jetzt eine Zeichentabelle. Die besonderen Werte sind minus 2 und 2 für den Nenner und 0 für den Zähler. Wir machen die Zeichenzeile für x, das dürfte kein Problem sein. Jetzt machen wir die Zeichenzeile für diese Quadratwurzel. Die steht aber schon da, denn das f von x, das ist genau diese Wurzel. Die brauchen wir also nur abzuschreiben. Wir vergessen auch nicht, das hier, das ist ein Bruchstrich, schön rot gekennzeichnet. Das f' von x ist also nicht das mal das, sondern das geteilt durch das da. Wenn unterhalb vom Bruchstrich eine 0 steht, gehört ein Schrägstrich dahin. Somit können wir schnell die Zeichenzeile für f' erstellen, da streng negativ geteilt durch streng positiv, das ist streng negativ. Hier durch 0 teilen geht nicht. Hier ist f' nicht definiert, weil der Nenner es nicht ist. Hier sollte wieder durch 0 geteilt werden, geht aber nicht. Und hier streng positiv geteilt durch streng positiv ist streng positiv. Sehr informativ ist das bezüglich f' nicht. Naja, dann machen wir also weiter mit f'. Wir leiten die Funktion jetzt nochmal ab, also rechnen wir die Ableitung von f' von x. Hier machen wir f auf g', das ist f' mal g minus f mal g' auf g². Steht da. Jetzt rechnen wir die zwei Ableitungen aus, die noch bleiben. x' ist 1 und die Ableitung von der Quadratwurzel,
die haben wir gerade gerechnet, das ist diese Funktion da. Also tragen wir das schon mal ein. Vorsicht, diese Wurzel, die teilt nur dieses x mal x, aber nicht diese Quadratwurzel da vorne. Also um hier weiter zu rechnen, müssen wir daraus einen Bruch machen. Wir setzen das auf 1 und dann machen wir die zwei Brüche gleichnamig, ehe wir subtrahieren können. Das führt dann zu dieser Rechnung, also zu minus 4 geteilt durch die Quadratwurzel hoch 3. Von f' von x machen wir ebenfalls eine Zeichentabelle. Die zwei besonderen Werte sind minus 2 und 2. Ganz egal wie viel x ist, minus 4 hängt nicht von x ab und ist immer streng negativ. Hier ist der Würfel dieser Quadratwurzel. Der Würfel einer Zahl hat immer dasselbe Zeichen wie die Zahl und die Zeichenzeile der Quadratwurzel, die haben wir schon gemacht. F' ist also Zähler geteilt durch Nenner. Hier steht eine 0 unter dem Bruchstrich, Schrägstrich, da auch Schrägstrich, weil der Nenner nicht existiert, und hier dann wieder Schrägstrich. Ansonsten streng negativ geteilt durch streng positiv ist streng negativ und streng negativ geteilt durch streng positiv ist wieder streng negativ. Somit haben wir also die Zeichenzeile für f' bestimmt. Jetzt kommen wir zu Etappe 9, wo wir alle Informationen in einer Gesamttabelle zusammenstellen. Zuerst mal die Zeile für f'. Die lesen wir ab aus Etappe 7, die letzte Zeile. Wir schreiben diese Zeichenzeile einfach hier ab. So ist das gemacht und so brauchen wir Etappe 7 nicht mehr. Für f', da nehmen wir die letzte Zeile aus Etappe 8, diese Zeile, und schreiben sie einfach hier ab. Ist gemacht und jetzt brauchen wir die Tabelle aus Etappe 8 nicht mehr. Für f von x, zuerst einmal schreiben wir die Zeichenzeile aus Etappe 6, diese Zeile schreiben wir einfach hier ab, das ist gemacht. Dann brauchen wir das dann nicht mehr. Jetzt schlussfolgern wir bezüglich f'. Da, wo f' streng negativ ist, da fällt die Funktion f. Und da, wo f' streng positiv ist, da steigt die Funktion f. Das führt dann zu diesem Gefälle und zu dieser Steigung. Jetzt schauen wir f'. Da, wo f' streng negativ ist, dreht f die Konkavität nach unten. Und auch hier ist f' streng negativ, auch hier dreht f die Konkavität nach unten. Etappe Nummer 10. Beginnen wir mit diesen beiden Asymptoten, die zeichnen wir ein, ist gemacht. Da f von x eine Quadratwurzel ist, sind alle Werte von f von x streng positiv oder gleich 0, aber niemals streng negativ. Keine einzige Zahl kann ihr Bild nach unten haben, deshalb dürfen wir unterhalb der x-Achse alles schraffieren. Da kann kein Graph sein. Alle Zahlen streng zwischen minus 2 und 2 haben kein Bild. Also können wir diesen Bereich auch noch schraffieren. Zwischen minus 2 und 2 kann es kein Bild geben. Der Graph der Funktion ist also in diesem Feld und in diesem Feld hier zu suchen. Wir haben zwei Schnittpunkte mit der x-Achse, die wir auch hier ablesen können, minus 2, 0 und 2, 0. Also können wir die schon mal zeichnen, da sind sie. Ich habe sie hier a und b genannt. Mit dem Taschenrechner können wir wieder eine kleine Wertetabelle erstellen. Ich habe das gemacht für 4 Punkte und somit haben wir die auch noch. Und anhand dieser Informationen, also links von minus 2, ist die Funktion positiv, sie fällt mit der Konkavität nach unten, also sie fällt mit der Konkavität nach unten und geht durch diese drei Punkte her, so, und diese Gerade ist eine schräge Asymptote. Dann können wir uns schon sehr gut vorstellen, wie der Graph aussieht, und rechts von der 2, also hier, ist die Funktion positiv, das heißt nach oben gerichtet, sie steigt mit der Konkavität nach unten. Von diesem Punkt aus
steigt die Funktion mit der Konkavität nach unten, geht durch diese zwei berechneten Punkte und führt dann zur schrägen Asymptote hin. Dann kann der Graph nur so aussehen. Das war Beispiel 3. Es folgt Beispiel 4. F von x ist gleich Quadratwurzel aus x mal x minus 2 im Quadrat. Da diese Klammer hier im Quadrat immer größer gleich 0 ist, muss x auch größer gleich 0 sein, damit man von den gesamten Radikanten die Quadratwurzel berechnen kann. Das vermeidet, eine kleine Zeichentabelle zu machen zu der Ungleichung x mal Klammer hoch 2 größer gleich 0. So haben wir also den Definitionsbereich sofort bestimmen können. Es ist R plus, das heißt, das Intervall von 0 eingeschlossen bis plus unendlich. Schnittpunkte mit der x-Achse sind selbstverständlich 0, 0 und 2, 0. Schnittpunkt mit der y-Achse ist dann automatisch der Punkt 0, 0. Und schon sind wir bei der Parität. Diese Funktion kann aber weder gerade noch ungerade sein, da sie ja nur rechts von 0 definiert ist. Also weder gerade noch ungerade, siehe Dom F. Schon sind wir bei Etappe Nummer 5, Asymptote. Vertikale Asymptote kann es keine geben, weil die Zahl 0 ja selbst ein Bild hat. Ihr Bild ist 0. Wir werden da also bei 0 plus keinen unendlichen Grenzwert finden können. Horizontale Asymptote ist ebenfalls keine da, weil der Grenzwert von dieser Funktion bei plus unendlich, das ist plus unendlich. Bei minus unendlich werden wir den Grenzwert nicht berechnen, denn bei minus unendlich ist die Funktion gar nicht definiert. Sie ist nur rechts von der 0 definiert. Genau dasselbe für die schräge Asymptote. Wir suchen dann nur Grenzwerte bei plus unendlich. Der Grenzwert bei plus unendlich von f von x geteilt durch x ergibt also, indem wir dieses x unter die Wurzel setzen, wo es zu x² wird, ergibt das dann diesen Grenzwert. Hier oben könnten wir alles verteilen und finden somit nach Kürzen durch x, dass dieser Grenzwert trotzdem unendlich ist, weil der Grad oben größer ist als der Grad unten. Und die Quadratwurzel von plus unendlich, das macht plus unendlich. Das heißt, diese Funktion, die hat keine Asymptoten, halten wir das so fest. Schon sind wir bei Etappe Nummer 6. Wir machen für jeden einzelnen Faktoren des Radikanten eine Zeichenzeile und schlussfolgern dann bezüglich der Quadratwurzel. Legen wir los. X ist natürlich 0 bei 0, rechts von der 0 streng positiv, links von der 0 streng negativ. X minus 2 hoch 2, das ist ein Quadrat. Immer streng positiv, außer da, wo es 0 ist. Jetzt das f von x. X ist streng negativ, x minus 2 im Quadrat ist streng positiv. Ihr Produkt ist also eine streng negative Zahl und die Quadratwurzel einer streng negativen Zahl, die gibt es nicht. Das heißt, hier kommt ein Schrägstrich. Hier ist es 0 mal streng positiv, da kommt 0. Hier ist es streng positiv mal streng positiv, das ist streng positiv. Und die Quadratwurzel einer streng positiven Zahl, die ist streng positiv. Da ist die Quadratwurzel 0 und da ist sie wieder streng positiv. Das ist also die Zeichenzeile für die Quadratwurzel. Vorsicht, das ist nicht einfach das Produkt. F von x ist die Quadratwurzel von diesem Produkt. Okay, machen wir Etappe 7. Um diese Funktion abzuleiten, kann man wieder diese schöne Formel benutzen. Die funktioniert aber nur bei Quadratwurzel. Bei Kubikwurzel ist sie anders. Bei Quadratwurzel dürfen wir sofort den Bruchstrich ziehen. Unten steht zweimal die Wurzel, so wie sie da stand. Und oben steht die Ableitung vom Radikant. Das ist ein f mal g prim. Das ist f prim mal g plus f mal g prim. Diesen algebraischen Ausdruck rechnen wir so weit wie möglich aus und lassen ihn schön in faktorisierter Form, denn davon sollen wir ja eine Zeichentabelle erstellen.
Die besonderen Werte sind 2, 2 Drittel, 0 und dann nochmal die 2, die gibt es aber nur einmal. Man sollte dann nicht nochmal irgendwo eine 2 schreiben. Die 2 steht schon da. Vorzeichen für x minus 2 im ersten Grad, schnell erledigt. Dasselbe für 3x minus 2, schnell erledigt. Vorzeichen dieser Quadratwurzel hier, diese Quadratwurzel, das ist ja das f von x. Und die Zeichenzeile für f von x haben wir in Etappe 6 schon gemacht. Also schreiben wir die hier einfach ab. Ist gemacht. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung, das mal das geteilt durch das da. Das führt dann sofort zu dieser Zeichenzeile. Das war Etappe 7. In Etappe 8 rechnen wir f'. F' von x ist also die Ableitung von f' von x. Um die zu bestimmen, haben wir hier den Zähler ausgerechnet. Dann ist die Ableitung etwas einfacher und rechnen jetzt f auf g'. Das macht f' mal g minus f mal g', und g', das ist zweimal die Ableitung dieser Wurzel. Also zweimal die Ableitung dieser Wurzel, die haben wir hier schon gerechnet, denn diese Wurzel, das ist genau f von x. Diese Wurzel prim ist also f' von x, das heißt dieser Bruch da, der wurde hier einfach abgeschrieben. Und das Ganze muss dann noch durch g Quadrat geteilt werden. Vorsicht hier wieder, wir subtrahieren hier zwei Brüche. Zuerst müssen die gleichnamig gemacht werden, was der Fall jetzt ist, und dann dürfen wir die Zähler subtrahieren. Im Zähler können wir aber x minus 2 hoch 2 ausklammern, denn der Faktor steht da und der steht auch nochmal da. Zwischen Hakenklammern bleibt dann all das da, das wir noch sehr vereinfachen können, und somit haben wir die zweite Ableitung von f in faktorisierter Form gefunden. Von dieser zweiten Ableitung machen wir jetzt wieder eine Zeichentabelle. Wir halten drei Nullwerte fest. Die 2 steht da, minus 2 Drittel steht da, die 0 steht da und diese 2, die steht schon da. Der Würfel einer Zahl hat immer dasselbe Vorzeichen wie die Zahl. Fertig. Das ist im ersten Grad, Zeichenzeile steht. Der Würfel einer Zahl hat immer dasselbe Vorzeichen wie die Zahl selbst. Also ist das das Vorzeichen dieser Quadratwurzel. Aber diese Quadratwurzel ist genau f von x. Aus Etappe 6 können wir also sofort diese Zeile abschreiben. Bezüglich f'', wir sind wieder vorsichtig gewesen und haben den Bruchstrich hier rot gekennzeichnet, denn wenn unterhalb vom Strich eine 0 steht, kommt ein Schrägstrich. Also als Information bezüglich f'' haben wir nicht viel. Nur streng zwischen 0 und 2 ist f'' streng negativ. Und wenn x streng größer ist als 2, dann ist f'' streng positiv. Kommen wir somit zur Gesamttabelle in Etappe 9. Wir schreiben alle besonderen Werte in der arithmetischen Reihenfolge von links nach rechts aufsteigend geordnet. Und jetzt lesen wir aus Etappe 7 die Endzeile von f'. Die steht da. Die schreiben wir einfach hier ab. Tun wir das. Und jetzt brauchen wir die Etappe 7 nicht mehr. Für f'. Wir schreiben die letzte Zeile aus Etappe 8 ab, das heißt diese Zeile da. Wir schreiben sie einfach ab, tragen sie hier ein. Jetzt brauchen wir Etappe 8 nicht mehr. Als Vorzeichen von f schreiben wir die letzte Zeile aus Etappe 6 einfach ab und brauchen die Etappe 6 nicht mehr. Das Bild von 2 Drittel ist hier sofort berechnet worden. Wir wussten durch die Etappe 6, dass f von 2 Drittel eine streng positive Zahl ist und haben diesen Wert gefunden, indem wir hier drin da und da x durch 2 Drittel ersetzen.
Das ergibt dann 4 Wurzel 6 Neuntel. Jetzt kommen Informationen bezüglich F'. Da, wo F' streng positiv ist, da steigt die Funktion f. Und da, wo f' streng negativ ist, da fällt die Funktion f. Somit haben wir diese Information bezüglich Steigung und Gefälle. Und da f' bei 2 Drittel 0 wird, ist die Tangente bei 2 Drittel horizontal. Die Funktion steigt, die Tangente ist horizontal und dann fällt die Funktion wieder. Dann kann bei 2 Drittel nur ein Maximum sein. Jetzt schauen wir hier, das sieht ja ähnlich aus. Die Funktion fällt, da steigt sie, aber Vorsicht, f' ist nicht 0. Die Funktion ist bei 2 nicht ableitbar, was heißt, bei der Zahl 2 gibt es gar keine Tangente. Was ist 2, 0 denn für ein Punkt? Lassen wir mal so stehen und schauen jetzt die Informationen bezüglich f'. Da, wo f' streng negativ ist, dreht f die Konkavität nach unten. Und da, wo f' streng positiv ist, dreht f die Konkavität nach oben. Das sind die Informationen, die wir haben. Ein Rätsel bleibt noch der Punkt 2,0. Beginnen wir trotzdem mit Etappe 10, Graph der Funktion. Wir wissen, f von x ist eine Quadratwurzel. Eine Quadratwurzel kann immer nur positiv sein, eventuell 0, aber niemals negativ. Also werden wir unterhalb der x-Achse kein Bild finden können. Da der Definitionsbereich von 0 bis plus unendlich ist, werden wir auch hier kein Bild finden. Die Funktion ist bei den negativen Zahlen nicht definiert. Deshalb dürfen wir dieses Feld ebenfalls schraffieren. Der Graph der Funktion ist nur in diesem Feld zu suchen. Ja, legen wir los. Zuerst einmal haben wir zwei Schnittpunkte mit der x-Achse 0,0 und 2,0, 0,0 und 2,0, die auch in der Tabelle abzulesen sind. Das sind diese beiden Punkte, 0,0 und 2,0, obwohl wir nicht genau wissen, was 2,0 denn für ein Punkt ist. Okay, hier haben wir ein Maximum. Das können wir schön einzeichnen durch diesen Punkt. Und jetzt können wir noch den Taschenrechner fragen, noch ein paar Pünktchen zu bestimmen. Ich habe das gemacht. Die sind hier gerade eingezeichnet worden. Ich habe es gefragt. Für 0 hatten wir aber schon. Für 1, 2 hatten wir auch schon. 3, 4 und 5. Der Graph der Funktion kann trotzdem dank dieser Informationen und dieser zusätzlichen Punkte jetzt dargestellt werden. Die Funktion steigt von 0,0, also von 0,0 aus, steigt die Funktion mit der Konkavität nach unten und sie steigt bis zu diesem Maximum. Also muss der Graph hier irgendwie so aussehen. Die Funktion steigt mit der Konkavität nach unten bis zum Maximum hin. Danach fällt sie mit der Konkavität nach unten und sie fällt mit der Konkavität nach unten zu diesem Punkt 2,0 hin. Und ab diesem Punkt steigt sie dann wieder mit der Konkavität nach oben. Also ab hier steigt die Funktion, geht durch diese drei Punkte und hat die Konkavität nach oben gedreht. Der Graph der Funktion muss also so aussehen. Aber was ist das hier jetzt für ein Punkt? Da das der tiefste Punkt in der Umgebung von 2 ist, ist das ein Tiefpunkt. Aber an diesem Punkt ist die Funktion nicht ableitbar, also gibt es an diesem Punkt keine Tangente. Was wir machen können, ist Folgendes. Ich schalte mal die besonderen Punkte weg, damit wir es besser sehen können. So. Die Funktion ist bei 2 nicht ableitbar. Bei 2 selbst gibt es also keine Tangente. Wir könnten wohl einmal schauen, wie die Tangenten sich verhalten, wenn x gegen 2 minus strebt. Wir lassen jetzt eine Zahl x gegen 2 minus streben, sodass dieser Grafikpunkt gegen diesen Grafikpunkt 2,0 strebt.
und schauen an jedem Punkt die Tangente. Es gibt hier eine Grenztangente, also die Tangente strebt bei 2 minus gegen diese Tangente. Dann machen wir jetzt dasselbe rechts von der 2. Wir schauen jetzt, wie die Tangenten sich verhalten, wenn der Grafikpunkt sich diesem Grafikpunkt von rechts nähert. Die Tangente scheint dann auch zu dieser Tangente zu streben. Bei dem Punkt 2, 0 selbst gibt es keine Tangente. Aber es gibt eine Grenztangente von rechts und es gibt eine Grenztangente von links. Diese zwei Tangenten sind verschieden. Sie gehen beide durch den Punkt 2, 0, aber sie haben verschiedene Richtungsfaktoren. Den Richtungsfaktor der Magenta-Tangenten können wir so bestimmen. Es ist der Grenzwert von f' von x, Steigungsfaktor der Tangenten, wenn x gegen 2 strebt, aber von links. Das ergibt also Limes bei 2 minus von f' von x. Diese Ableitung haben wir in Etappe 7 berechnet. Wir berechnen diesen Grenzwert und diese Rechnung ergibt dann sofort minus Wurzel 2. Wir werden jetzt auch den Steigungsfaktor dieser blauen Tangenten, also die Grenztangente, rechts von 2 bestimmen. Und durch genau dieselbe Rechnung finden wir Quadratwurzel von 2. Wenn diese zwei Grenztangenten von links und von rechts verschieden sind, hier sehen wir das deutlich, weil sie zwei verschiedene Steigungsfaktoren haben, dann nennt man solch einen Punkt einen Knickpunkt. Wir haben also bei 2, 0 einen Knickpunkt. Ich habe ihn hier mit Kp bezeichnet, Kp wie Knickpunkt. Und jetzt dürfen wir den Punkt bezeichnen in der Zeichnung als Kp, als Knickpunkt und in der Tabelle steht es auch. Das war Beispiel 4. Jetzt folgt Beispiel 5. F von x ist die Kubikwurzel aus x² mal x minus 1. Wir machen wieder dieselben 10 Etappen, der Definitionsbereich. Man kann auch die Kubikwurzel von negativen Zahlen berechnen, deshalb gibt es bei der Funktion keine Bedingung, alle reelle Zahlen haben durch diese Funktion ein Bild. Grafik von f geschnitten mit der x-Achse, das ist der Punkt 0, 0 und 1, 0. Der Graph schneidet die x-Achse also in diesen beiden Punkten. Dieser Punkt muss automatisch auch der Schnittpunkt des Graphen mit der y-Achse sein. Jetzt schauen wir die Parität. Wir schauen also nach f von minus x. Wir ersetzen hier drin x durch minus x. Das Quadrat von minus x, das ist dasselbe wie das Quadrat von x. Aber hier steht dann auch minus x. Und dann ergibt das Ganze nicht f von x, aber auch nicht minus f von x. Deshalb ist diese Funktion weder gerade noch ungerade. Etappe 5, Asymptote. Vertikale Asymptote kann es keine geben, weil der Definitionsbereich die ganze Menge r ist. Horizontale Asymptote gibt es auch keine, weil der Grenzwert bei plus sowie bei minus unendlich von f von x, das ergibt plus unendlich oder minus unendlich, also keine horizontale Asymptote. Bei der schrägen Asymptote wird es etwas schwieriger. Wir versuchen zuerst m zu bestimmen. Dazu rechnen wir den Grenzwert bei plus und bei minus unendlich von f von x geteilt durch x. Das ist also diese Kubikwurzel geteilt durch x, wovon wir den Grenzwert bei unendlich berechnen. Das ergibt dann automatisch, hier ist ein Polynom, x strebt gegen unendlich, also brauchen wir nur x hoch 3 zu berücksichtigen und die Kubikwurzel aus x hoch 3, das macht x, ganz egal welches Vorzeichen x denn hat. Und somit finden wir den Grenzwert dieser Konstante 1, das macht 1. Jetzt p. Wir suchen den Grenzwert
bei plus oder minus unendlich von f von x minus m mal x. M ist diese Zahl 1. Also suchen wir Limes bei plus minus unendlich von dieser Kubikwurzel minus x. Wenn wir jetzt x durch plus oder minus unendlich ersetzen, bei plus unendlich ergibt das plus unendlich minus unendlich, also unbestimmt. Und bei minus unendlich ergibt das minus unendlich minus minus unendlich. Also ist das wieder die Unbestimmtheit unendlich minus unendlich. Normalerweise, wenn wir diese Unbestimmtheit haben, dann haben wir immer oben und unten mit dem konjugierten Binom multipliziert, um diese Unbestimmtheit zu beheben, indem wir dann diese Formel angewandt hatten. Hier wird das aber nicht funktionieren, denn ein Quadrat von der Kubikwurzel wird nicht helfen. Wir brauchen die Kubikwurzel hoch 3. Also werden wir dieses Binom oben und unten multiplizieren mit dieser Klammer da. Das heißt, wir nehmen diese Kubikwurzel im Quadrat plus die Kubikwurzel mal x plus das x im Quadrat. Und damit sollen wir jetzt multiplizieren. Das sieht barbarisch aus, aber schwierig ist es nicht. Es ist einfach diese binomische Formel anwenden. Wir haben nur oben und unten damit multipliziert. Denn oben haben wir jetzt effektiv a minus b, a minus b mal die Zahl a im Quadrat, a im Quadrat, plus die Zahl a mal b, plus die Zahl a mal b, plus b im Quadrat, plus x im Quadrat. Hier oben dürfen wir also diese binomische Formel anwenden und oben ergibt das jetzt einfach diese Kubikwurzel hoch 3, das ist der Radikant, minus diese Zahl x hoch 3. Und unten bleibt eben dieser komplizierte Nenner stehen. So kompliziert ist er aber jetzt gar nicht mehr. X strebt ja gegen unendlich. In diesem Polynom lassen wir alles fallen, außer den Term der höchsten Potenz. Also bleibt hier die Kubikwurzel aus x hoch 3, das heißt x, im Quadrat. Hier dasselbe, da bleibt die Kubikwurzel aus x hoch 3, das heißt x, mal dieses x, das macht x Quadrat, und hinten steht auch nochmal x Quadrat. Oben bleibt nur noch minus x Quadrat, also bleibt das da übrig. Das heißt, minus x Quadrat geteilt durch 3x Quadrat, wovon wir den Grenzwert bei unendlich bestimmen sollen. X Quadrat streicht sich aber weg. Und somit bleibt nur noch die Konstante minus 1 Drittel und der Grenzwert dieser Konstante minus 1 Drittel, das ist diese Konstante minus 1 Drittel. Also haben wir m 1 und p minus 1 Drittel bestimmt. Diese Funktion hat also als schräge Asymptote die Gerade mit kartesischer Gleichung y gleich m mal x plus p. Y gleich x minus 1 Drittel. Halten wir fest, keine vertikale Asymptote, keine horizontale Asymptote, aber eine schräge Asymptote, diese da. Das halten wir hier fest und gleichzeitig machen wir Platz für Etappe 6, die Zeichentabelle für f. Zwei besondere Werte, 0 und 1. Der Radikant x² mal x minus 1 wird dann sofort das Zeichen von f bestimmen. Ein Quadrat ist immer streng positiv, außer da, wo es 0 wird. X minus 1 ist im ersten Grad also fertig. Jetzt rechnen wir das Produkt, um das Vorzeichen des Radikanten zu haben, aber das ist dann automatisch auch das Vorzeichen der Kubikwurzel. Also haben wir sehr schnell die Zeichenzeile für f bestimmen können. F'. Wir sollen diese Funktion ableiten. Vorsicht, hier geht das nicht mehr wie eben mit einer Quadratwurzel von f', denn es ist ja eine Kubikwurzel. Also rechnen wir diesen Radikanten hoch 1 Drittel und leiten das dann ab. Diese Funktion muss jetzt noch abgeleitet werden
und zwar mit der Formel f hoch m', das ist m mal f hoch m minus 1 mal f'. Vorsicht, nicht das mal f' hinten dran vergessen. Es ist nicht f hoch m' ist m mal f hoch m minus 1. Das ist mal f' hinten dran. Diese Formel, die richtige Formel mit dem mal f' wurde hier eingesetzt. F hoch m', das ist m, mal f hoch m minus 1 mal f' und die Ableitung von x hoch 3 minus x², das ist 3x² minus 2x. Hier haben wir x hoch 3 minus x² hoch 1 Drittel minus 3 Drittel. Das macht minus 2 Drittel, also kommt die Klammer nach unten, wo es dann hoch 2 Drittel ist, was sofort zu dieser Wurzel, Radikant hoch 2 Drittel, führt. Hier steht jetzt x hoch 4 und hier steht x minus 1 hoch 2. Dieses x hoch 4 werden wir noch zerlegen in x hoch 3 mal x. Denn dieses x hoch 3 darf jetzt aus der Wurzel als x raus und dieses x darf dann mit dem oberen x weggekürzt werden. So, von dieser so weit wie möglich faktorisierten Ableitung erstellen wir jetzt noch die Zeichentabelle. Die besonderen Werte sind 2 Drittel, 0 und 1, in arithmetischer Reihenfolge geschrieben. Das ist ein Faktor im ersten Grad, steht. Das ist der Faktor x, steht. Ein Quadrat ist immer streng positiv, außer da, wo es 0 ist, steht. Schauen wir aber genauestens, was denn jetzt f' von x ist. Es ist diese Zahl geteilt durch das mal das, wovon man die Kubikwurzel rechnet. Aber die Kubikwurzel hat immer dasselbe Zeichen wie der Radikant. Die 3 da vorne ändert nichts an der Zeichentabelle. Somit können wir also sehr schnell diese Zeichenzeile für f' erstellen. F'. Wir machen Platz für Etappe 8. Wir suchen die zweite Ableitung von f. Also die erste Ableitung von f'. Da brauchen wir wieder ein wenig Geduld, um diese Ableitung zu berechnen. Vorsicht, hier gehört eine gewisse algebraische Disziplin, bis man dann die zweite Ableitung in faktorisierter Form gefunden hat. Davon machen wir jetzt wieder eine Zeichentabelle. Minus 2 ist immer streng negativ, ganz egal welchen Wert x hat. 9x ist im ersten Grad also erledigt, x minus 1 ebenfalls. Jetzt diese Kubikwurzel hier. Vorsicht, Vorsicht, man hat Tendenz zu sagen, das Zeichen dieser Kubikwurzel, das ist die Funktion f, das Zeichen haben wir schon, also schreiben wir das hier ab. Aber das ist nicht f von x. Da steht x im Quadrat und die Klammer hoch 1. Wogegen hier steht x hoch 1 und die Klammer hoch 2. Also Vorsicht, Vorsicht, das ist nicht dasselbe. Hier müssen wir also effektiv die Zeichenzeile separat erstellen und so dürfen wir dann letztendlich für f' schlussfolgern. Jetzt machen wir Platz für die Gesamttabelle in Etappe Nummer 9. Wir schreiben alle besonderen Werte ab, denen wir bisher begegnet sind. Die Zeile für f', die finden wir in Etappe 7 als Endzeile. Die schreiben wir da ab. Ist gemacht. Etappe 7 darf weg. Für f'' brauchen wir die letzte Zeile aus Etappe 8. Das heißt diese da. Wir schreiben diese Zeile einfach hier ab. Ist gemacht. Etappe 8 brauchen wir nicht mehr. Diese Zeile für f finden wir hier in Etappe 6, auch die schreiben wir einfach ab. Beim besonderen Wert 2 Drittel wurde hier das Bild sofort berechnet, also f von 2 Drittel, kleine Rechnung, wir ersetzen x da und da durch 2 Drittel und finden dann als Bild minus die Kubikwurzel aus 4 geteilt durch 3.
Jetzt schauen wir puncto Steigung und Gefälle. Das sehen wir bei F'. Da wo F' streng positiv ist, da steigt F. Da wo F' streng negativ ist, da fällt F. Schauen wir bei 0, 0. Die Funktion steigt, sie fällt, aber die Ableitung ist nicht 0. Die Ableitung gibt es da nicht. Bei 0, 0 gibt es also keine Tangente. Deshalb können wir auch hier so noch nicht schlussfolgern. Schauen wir hier. Die Funktion fällt, dann steigt sie wieder und die erste Ableitung ist 0. Die Funktion fällt, hier ist die Tangente horizontal und dann steigt sie wieder. Was also heißt, bei 2 Drittel erreicht die Funktion einen Tiefpunkt, ein Minimum. Was ist bei 1? Das Bild von 1 ist 0. Aber die Funktion ist bei 1 nicht ableitbar, also auch kein zweites Mal ableitbar. Was da ist, müssen wir noch genauestens untersuchen. Bezüglich F'' können wir aber jetzt schon die Konkavität festlegen. Da wo F'' streng positiv ist, ist die Konkavität nach oben gerichtet, da also auch. Und da wo F'' streng negativ ist, da ist die Konkavität nach unten gerichtet. Auch durch die zweite Ableitung können wir keine Schlussfolgerung ziehen bezüglich dem Punkt 0, 0 und 1, 0. Das sind noch keine Wendepunkte. Obwohl hier die Konkavität ändert, aber die zweite Ableitung ist nicht 0. Das ist kein Wendepunkt. Versuchen wir trotzdem, den Graphen der Funktion zu bestimmen. Beginnen wir mit den Asymptoten. Wir haben nur diese Schräge da. Y gleich x minus 1 Drittel, da ist sie. Jetzt schauen wir Vorzeichen bezüglich der Funktion f. Überall links von 1 ist die Funktion entweder streng negativ oder sie ist gleich 0. Also links von 1 ist die Funktion nicht streng positiv. Wenn x sich also links von 1 befindet, ist das Bild nicht nach oben gerichtet. Deshalb können wir diesen Bereich schraffieren. Da kann der Graph nicht sein. Und wenn x rechts von 1 liegt, dann ist f streng positiv. Also alle Zahlen rechts von der 1 haben ihr Bild nach oben gerichtet, also nicht nach unten. Dann können wir dieses Feld hier ebenfalls schraffieren. Der Graph der Funktion ist da und da zu bestimmen. Die zwei Schnittpunkte mit der x-Achse sind hier abzulesen, aber auch in unserer Tabelle 0, 0, 1, 0. Die können wir also einzeichnen. Da sind sie, 0, 0 und jetzt ist 1, 0 in grün. Wir haben hier einen Tiefpunkt, auch den können wir sofort einzeichnen. Und mit dem Taschenrechner können wir jetzt noch einige zusätzliche Punkte bestimmen. Ich habe hier noch 3 bestimmt. Anhand dieser Informationen, Steigung mit Konkavität nach oben, Gefälle mit Konkavität nach oben, hier wieder Steigung mit Konkavität nach oben und so weiter, können wir doch den Graphen der Funktion ziemlich präzise konstruieren. Wenn es nicht reicht, kann man ja immer noch ein paar zusätzliche Punkte mit dem Taschenrechner bestimmen. Was ist denn das hier für ein Punkt? Wir haben noch 2 Problemchen zu regeln. Und zwar 0, 0, wir wissen noch nicht, was das für ein Punkt ist, und auch 1, 0 nicht. Im Graphen sieht es so aus, als wäre 0, 0 ein Hochpunkt. Das ist auch der höchste Punkt in seiner Umgebung, aber die Funktion ist da nicht ableitbar. Es gibt keine Tangente an diesem Punkt. Dann schauen wir genau wie im vorigen Beispiel mal links von der 0. Schauen wir jetzt, wie die Tangente sich links von 0 verhält. Bei 0 ist es nicht ableitbar, deshalb verschwindet die Tangente bei 0, aber links von 0. Nochmal, wenn x links gegen 0 strebt, dann scheint die Tangente gegen diese vertikale Gerade x gleich 0 zu streben. Ich zeichne sie mal ein. Ich nehme mal, um das besser zu sehen, Asymptote und Schraffuren weg.
auch die besonderen Punkte. Diese da, so. Und jetzt lassen wir nochmal x gegen 0 minus streben und schauen, was die Tangente macht, diese Magenta-Tangente. Sie strebt gegen die violette Gerade x gleich 0. Stellen wir das wieder zurück und schauen jetzt rechts. Rechts von der 0 verhält die Tangente sich so. Also wir lassen diesen Punkt von rechts streben gegen diesen Punkt und schauen, was die blaue Tangente macht. Auch sie scheint zu dieser violetten Tangente zu streben. Also Tangente rechts strebt zu dieser violetten Tangente und die Tangente links auch. Das untersuchen wir noch algebraisch. Wir suchen also den Grenzwert von f' von x, Steigungsfaktor der Tangenten, wenn x gegen 0 strebt, aber von links. Das ist Limes bei 0 minus von f' von x und dieser Grenzwert ergibt unendlich. Hier rechts von der 0 ergibt der Grenzwert auch unendlich. Also der Grenzwert von der Ableitung links und rechts von der 0 ergibt dasselbe. Das ist also kein Knickpunkt wie eben im vorigen Beispiel. Solch einen Punkt nennt man einen Rückkehrpunkt. Ich habe ihn hier mit RP bezeichnet. RP wie Rückkehrpunkt. Schalten wir das Ganze weg und jetzt schauen wir noch, was bei 1 geschieht. Denn bei 1 ist das Bild 0, aber da gibt es keine Tangente. Auf jeden Fall ist die Funktion da nicht ableitbar. Überprüfen wir auch da, was geschieht, wieder mit Schieberegler. Wir lassen jetzt diesen Punkt gegen den Punkt 1, 0 streben und schauen, was die Tangente dann macht. Sie scheint gegen diese violette vertikale Gerade zu streben. Schauen wir uns das nochmal an. Da scheint effektiv der Fall zu sein. Da stellen wir zurück und schauen jetzt, was rechts von dem Punkt hier passiert. Schalten wir die erste Mal aus. Jetzt gucken wir rechts. Wir lassen diesen Punkt jetzt gegen den Punkt 1, 0 streben. Das heißt, x strebt von rechts gegen 1. Wir schauen, was die blaue Tangente macht. Auch sie scheint gegen diese vertikale Gerade zu streben. An diesem Punkt sagt man trotzdem, es gibt eine Tangente. Es ist die vertikale Tangente. Der Steigungsfaktor ist also unendlich. Und wenn der Steigungsfaktor unendlich ist, dann bedeutet das, dass der Steigungsfaktor nicht definiert ist, also ist die Funktion da auch nicht ableitbar. Das Ganze ergänzt sich wunderbar. Auch noch können wir das algebraisch überprüfen. Der Grenzwert von f' von x links von 1 strebt gegen unendlich und der Grenzwert von f' von x rechts von 1 ebenfalls. Also an diesem Punkt haben wir eine vertikale Tangente. Das ist ein Punkt mit vertikaler Tangente. Deshalb habe ich den Vt genannt. Vt wie vertikale Tangente. Auch hier habe ich es eingetragen. Und die Studie dieser Funktion ist wirklich sehr tiefgründig und ausführlich gemacht wurde.